So, da sind wir auch wieder zurück. Wir machen das jetzt. Gesagt? Nein, du holst dir nur eine Kaki oder so. Ja, nee. Weiß ich, gehe jetzt auch eine ganze Folge AFK. Warum tust du das? Weil du nicht mal angehalten hast. Natürlich nicht. Komm da nicht unten durch. Tja, ich komme da gerade nicht durch. Hier, kümmert euch um den und nicht um mich. Der Sheriff bietet $500 Belohnung für jeden Slapskalb. Der Slap King ist nicht glücklich darüber, was sie ihm angetan hat. Also seht euch vor. Uhu. Lebt noch. Ich auch. Krass, die Sachen fressen, ne? Ich sterbe gleich. Schlecht. Ich auch. Ah, in 39 Leben. Tot. Und das auf die Distanz, herzlichen Dank. Muss es unbedingt eine Vita Marauder sein? Das ist doch kacke. Komm schon, den Selbstmordzelt krieg ich noch. Dreck. Wieso liegen da so viele Granaten? Ja, ich habe ihn noch gekriegt. Boah, was ein Lack. Und bin tot. Ja, wieder. Und da. Wenn du jetzt sterben würdest, könnte ich dich ja wenigstens mal wiederbeleben. Gut, und es wird gesniped. Bam, bam. 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 Au. Ja, sicher. Danke. Ganz schöne Gegenwehr, muss ich sagen. Kam einer vom Dach? Ja, ich hab ihn gemerkt. Ich muss erlern mal eben das Klo aus, ne? So, Deckung und... Der ist tot. Oh. Wir müssen hier irgendwie hoch oder so. Hey, ich will eins davon. Gib dir noch eins. Nimm's dir. Ich überlasse es dir. Weiß nicht, ob ich ein Pumpgun Money? Jo. Will heißen. Pumpgun? Und... Hieronymo! Ich muss jetzt auch mal eine neue Waffe auswählen, irgendwie eine Schnellfeuer. Ich habe keine Schnellfeuer dabei. Alter. Dann hat er eine besser zielende... Hallo, wiederbeleben. Ja, das könnte ich tun, aber ich bin selber fast tot. Tja. Willst du mich verarschen? Unbedingt, und der Typ da hinten will nicht rausgucken, ich sterbe also auch. Und der überlebt das. Wieso lebst du denn länger als ich, wenn du vor mir umgekippt bist? Was eine Logik. Was eine Logik. Ich hatte 60.000, jetzt habe ich nur 40. 50. Ich hab keine Ahnung, ich hab schon die ganze Zeit um die 40.000, das passt. Weniger ja. Dann ist es scheiße. Der durchladen. Ja, mach ich auch, wäre auch nicht langweilig. Oh lol, den habe ich gar nicht gesehen. Und ich treffe ihn mal wieder nicht, weil er irgendwo am Boden liegt. Kommt einer von der Seite. Au, Schild down. Schild kaputt. Der
Ein Bruiser! Ich weiß nur, dass sie dich gezwungen hat, ins Sheriff zu werden, dass sie mir eine Höllenangst einjagt und dass ich hoffe, dass sie das nicht hört. Okay, hier soll man glaube ich nicht lang. Ah! Hinter mir, vor mir sind welche und alle schießen mit Schroten. Alter, Bruiser haben ja auch fast keine Schwäche gegen Feuer. Oh, das war aber eng, du. Der Bruiser halten insgesamt irgendwie ziemlich viel aus, habe ich so das Gefühl. Ja. Bam, 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 bam. Oh Leute, ich will mich die ganze Zeit hinlegen, aber das geht nicht. So, außerdem habe ich glaube ich eine recht geile Waffe gekriegt, die würde ich mir recht gern mal angucken. Oh, doch nicht so eine geile Waffe, aber okay. So, und los geht's. Ich darf die erst ab Level 24 erhalten. Derp. What the fuck? Wolltest du mir gerade schon wieder den? Ich wusste nicht, dass du schon wieder tot bist. Ja, du schaust zu wenig auf die Anzeige oben. Ja, tu ich auch. Ein Gegner ausgeschaltet. Weißt du was? Stirbt. Aua. Medikits! Oh ja. Verdanken, dass ihr in einer Stadt wohnt, die Lynchwood heißt, Leute. Wisst ihr, wie Jack Level 24. Jo. Alter, das hat ja richtig geile Werte. Außer die Ladeverzögerung, die ist scheiße. What the fuck, was... Du bist schon wieder. Ich bin hochgefahren mit dem Lift. Und da räumt er alles aus. Ja, hier ist ein Bruiser. Ah nein, der wirft den Granate rein, genau da. Tja, Kollege, nein! Und tot. Ich habe mich selbst getötet. Komm. Danke. Gerne. Schieß weiter. So, jetzt müssen wir da rein und dann müssen wir das da holen. Wieso habe ich das schlechte Gefühl, dass da irgendwie gleich was kommt, was nicht gut ist? Ja, bestimmt. Was? Und das war's? Das war das tolle Echo. Durchsuche den Friedhof nach Bane. Was machst du? Oh, ich setz mich selbst in Flammen. Dafür liegt da jetzt noch ein Iridium. Was du ganz clever sehen hast.
Schau mal, du lootest immer die ganzen Klohäuschen. Ja, ich loote alles. Weil es Geld bringt. Und schauen, ob ich irgendwie eine Waffe brauche. Nö. Dann mal ein bisschen über die Dächer. Hier finde ich irgendwie Sachen, die ich noch gar nicht benutzen kann. Levelmäßig. Ja, deswegen meine ich hier irgendwas Besseres. Guck an, oh. Hier ist ein Strahlenschild. Ey, warte, hier müssen wir irgendwie hinkommen. Wo ist denn der? Hab ich dich schön. Tot. Irgendwo muss hier ein Schalter sein zum Deaktivieren. Sicher? Ja, da ist so ein Strahlenschild und wir können durch. Nein, hin müssen nicht, aber wir können es deaktivieren und können dann da rein. Und das ist doch auch so. Ich such mal den Schalter. Das bringt? Loot. Gute Waffen. Ah, stimmt, das ist diese riesige. Nur ich... Wow. Manu. Ich hab ein Klohäuschen gefunden, wo eine Granate drin war. Schade. Ich weiß gerade nicht, wo dieses Klohäuschen sein soll. Wo der Schalter sein soll. Einfach mal alle einsacken. Alter, habe ich hier wirklich eine Ecke gefunden, wo man nicht durchkommt. Irgendwo muss ein Schalter sein. Hier nochmal Deputy Winger. Sollte da kam wir her. Kennen, der Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Kammerjägers hat, sagt ihm, er soll es freiwillig melden. Andernfalls wird der Sheriff es... Ich denke eher, dass wir weitermachen sollten. Okay, also hier beende ich auf jeden Fall mal die Folge. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge den Schalter finden. Und ja, dann sage ich noch, bis dann. Tschö. Tschüss.